Die Stimmung beim frisch gebackenen Herbstmeister tiefenentspannt. Der Hype um Türkgücü ungebrochen. Da gehen die Trikots, Schals und Fahnen für die Fans wie warme Semmeln über den Tresen. Zu Gast der SV Schalding-Heining. Die Passauer warten seit fast 2 Monaten auf einen Sieg. Und die Hoffnung auf Zählbares an diesem Tag wurde nach nur 11 Minuten noch geringer. Rabihic auf Hasenhüttl. Kopfball, drin ist er. Schnörkellos, effektiv, einfach gut, was diese Truppe derzeit abliefert. Die frühe Führung vor 321 Zuschauern im Sportpark. Hasenhüttl mit seinem bereits 10. Saisontreffer und in der 42. Minute hätte er seine Statistik fast noch einmal aufgebessert. Türkgücü klar spielbestimmend, Schalding nahezu nur in der Defensive. Rainer Maurer, der Trainer, der Gastgeber und sein Trainerteam sichtlich zufrieden. Halbzeit 2 beginnt mit der besten Möglichkeit für Schalding. Bumberger fehlt im Fallen jedoch die Präzision. Nur eine Minute später, 54. Minute, Türkgücü spielerisch leicht und locker. Hacke, Kirsch 2-0. Das könnte bereits die Entscheidung gewesen sein. Wunderschön, wie Kirchicek hier per Hacke weiterleitet auf den durchstartenden Kirsch und keine Chance für Torwart Schöller. Der Spitzenreiter in jeder Situation wacher und gedanklich einen Schritt voraus. Der Einwurf blitzschnell ausgeführt von Yilmaz auf Kirchicek. Ein Haken, dieses Mal macht er es selbst und jetzt ist die Messe hier endgültig gelesen. Der Tabellenführer wieder einmal souverän marschiert und marschiert in der Regionalliga Bayern. Doch vom magischen Wort Meisterschaft will man hier trotzdem noch nichts hören. Jetzt über Ziele zu sprechen, ist zu früh. Ich meine, jetzt, wir haben jetzt noch 5 Spiele vor Weihnachten oder 4 Spiele, glaube ich. Jetzt weiter so zu machen, die letzten Spiele alle zu gewinnen, ist ja erstmal das erste Ziel. Das Ziel dieser Kids, ein Autogramm von Stürmer Hasenhüttl. Und diese Zeit nimmt sich der 22-Jährige gerne. Es gibt schließlich keinen Grund für schlechte Laune.